Hallo ihr Lieben, euer Girl sitzt hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Kaizo 3D Land. Ja, so muss man es nämlich sagen, denn die Spezialwelt 1 war schon so ein bisschen Kaizo-like. Wir haben letztes Part auch Luigi befreit. Knochenbauer hat ihn gefangen gehalten und jetzt kommen scheinbar neuere Level. Beim letzten Part hatten wir eigentlich Level, die wir kannten, nur mit Gegnern gespammen und irgendwelchen Fiesheiten. Es kommt scheinbar wieder was Neues. Finde ich gut. Okay. Nett. I guess. Ah, Piranha-Pflanze. Kannst mich nicht besiegen. Ich wäre einfach zu cool für dich. Musst du mitleben, dass du cool bin. Ah, das sieht so sass aus mit den Münzen. Das sieht so sass aus mit den Münzen. Ja, okay. Kein Power-Up für mich, wie es scheint. Ja, wobei. Feuerblume! Wie lange ist die behalte? Für 3 Sekunden oder für 10 Sekunden? Mal gucken. Bestimmt ist der Aquarium schon verpasst. Ist alles sass. Wir haben aber eine Spezialwelt in einem Part geschafft. Gucken, ob wir es heute auch wieder schaffen. Wäre schön. Ich weiß nicht, wo die Starcoins sind. Das ist die zweite tatsächlich. Notenblöcke sind so toll wie der Arsch von Satan. Meine Öle. Kaizo Mario. Ja, Kaizo Mario. Ich wünschte, ich hätte einen Tanuki. Tanuki wäre der Level so verdammt einfach, weil ich dann nicht auf diese blöden, verdammten, verschissenen Notenblöcke angewiesen bin, die oftmals nicht funktionieren, die alle Spieler hassen. Alle Spieler und Spielerinnen hassen Notenblöcke. Was macht Nintendo? Baut weiterhin Notenblöcke ein. Warum? Ja, weil man halt diabolisch ist. Das ist der einzige Grund. Da gibt es keinen anderen Grund. Es gibt keinen anderen Grund, wenn man Notenblöcke einbaut. Die Spieler und Spielerinnen sind so nett, kaufen weiter Nintendo-Spiele, supporten Nintendo, das war Nintendo. Baut Notenblöcke ein. Das alle Leute hassen. Das ist der Dank. Das ist der Dank. Von Liebe war das nichts. Das ist einfach nur die Hölle. Die Hölle auf Erden. Gerade so geschafft. Ja, ich muss mich beeilen. Das wird immer noch eine Münze. Ich kotze im Strahl. Ja, und jetzt? Okay. Nicht, dass dahinter. Nee, da oben ist das Darkhold. Wie komme ich denn dahin? Stirb. Hm? Ah, Tanuki, ne? Hm, ich hätte Tanuki gebraucht. Den es in den Leveln nicht gibt, darf man anmerken, ne? Wollte ich ja nur mal angemerkt haben, es gibt hier keinen Tanuki. Das ist doch echt nicht mehr schön. Ja, ich mag das Spiel nicht mehr, muss ich sagen. Nee, jetzt ein Tanuki braucht, ja schön. Problem ist, ich habe halt keinen. Oh. Oder Anlauf. Ja. Ich kritisiere. Am Ende bin ich die Dumme, ey. Trotzdem komische Stelle irgendwie auch. Für die Starcoin. Anlauf und ja. Juhu. Scheiße, der letzte Part habe ich ein bisschen böse gestimmt. Bin ein bisschen aggro immer noch. Vom letzten Part. War echt. Da war so ein Level, der war so richtig kacke. Der Level war okay. Wasserlevel! Ahoi! Wassermarsch! Spezialwelt, Leute, Spezialwelt. Lieben wir. Lieben wir die Spezialwelt. Ja, leider brauche ich die Sekunden, glaube ich. Hier könnte auch schon eine Starcoin versteckt sein, aber. Ja. Stellt sich aus, man hat keine Zeit, dies zu untersuchen.
Mensch. Das ist doch kacke, ey. Ein Zeitdruck, diese Münzen zu suchen. Ja, vielleicht? Nee. Darf ich anmerken, wir haben noch keine einzige Starcoin gefunden, ne? Ja gut, wenn die alle so früh hier sind. Das ist tatsächlich die erste. Ja, ich mein. Nein, da will ich mich ja nicht beschweren. Keine Ahnung, wenn da jetzt reinkommen soll. Sekunden nur noch. Oh nee. Zeit, Leute. Zeit. Zeit ist Geld. Minimal sammelt Mario Geld. Da ist eine Starcoin. Bestimmt die dritte. Schütter ich die zweite irgendwo verpasst. Nee, es war die zweite. Das ist dieser Level mit den Aal gewesen. Na komm. Na komm. Auf die hier noch eine Starcoin, da ist sie. Komm da drauf. Einfach so. Wie gesagt, diese Speziallevel sind so komisch. Immerhin, die goldene Fahnenstange. Das alles ohne Tanuki. Wir haben im letzten Part auch den Stein-Tanuki, den man auch aus My Bros. 3 kennt. Den gibt es ja auch. Scheinbar nur in der Spezialwelt. Ha, ist das eine Abwandlung von Level, den wir kennen, nur mit Lava jetzt? Nee, ich glaube, der ist komplett neu. Spielt die böse Bowser-Musik, ey. Oh nein, ist das böse? What? Was? Das ist ja komplett gottlos. Okay. Immerhin, diesmal kein Zeitdruck. Das ist doch alles, was zählt. Putzies! Speaking of, ne? Da ist das Tanuki Power-Up. Ich will das haben. Der ist zu schwer zu bekommen. Da riskiere ich nur mein Leben. Ich hoffe, ich brauche das nicht. Ich hoffe, ich brauche das nicht. Ich hoffe es wirklich. Boah, ist das gemein. Mit diesen Dingern hier noch. Tschüss. War die erste. Mal alles passieren. Checkpoint. Kennen wir in der Spezialwelt auch nicht wirklich. Aber hier gibt es noch einen Checkpoint. Hä? Soll ich einfach runterjumpen oder was? Geronimo! Giftpilz! Deswegen bin ich extra zurückgefahren. Für einen Giftpilz? Oh Gott, die Fuzis kann man nicht besiegen mit Feuerblumen. Was? Oh, diese Spezialwelt. Puh, das ist schwerer als Mario Wonder tatsächlich. Mario Wonder war nur das letzte Level so richtig schwer. Echt schwierig. Gut, weil man auch nur diese tolle 3DS-Steuerung hat. Das ist jetzt auch nicht die allerbeste Steuerung. Hat halt keinen richtigen Controller. Damit wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen einfacher. Okay. Ah! Mama! Ich will das haben! Okay. Hör mal los. Bis jetzt. Fehlt trotzdem nur eine Starcoin. Kann die nur sein. Ja. Bisschen spät, liebe Wasserfontänen. Bisschen spät. Gott, Timing. Muss wir echt ein bisschen gucken. So, jetzt aber. Voll Stoff und... Boah, ich muss echt aufpassen. Ja, aber du, da unten ist die Starcoin. What? So, muss man einfach zurückfahren. Ich verstehe. Da muss man einfach zurückfahren. Ich wollte schon sagen, was soll ich denn da für einen risky Sprung machen? Oh Gott. Das war die richtige Strategie dafür. Ja, der Level war ganz nett. Schwer, aber ganz nett. Ja,
Noch habe ich ihn noch nicht geschafft, leider. Wir sind schneller als die Fuzzis. Tschuuu. Yes. Okay, diese komischen Blöcke wieder. It's not over yet. Okay. Nett. Oh, der Level war in Ordnung. Vor allem war es wieder ein neues Konzept. Was heißt neues Konzept? Halt komplett neuer Level. Aber manchmal sind es ja die gleichen Level mit einer Zeit-Challenge. Das war jetzt nicht der Fall. Tauthaus! Eine Spezialwelt kann ich eure Hilfe gebrauchen. Das steht schon mal fest. Ja, guck mal. Tanuki, normal Tanuki. Kennst du den noch? Gib nur den Stein-Tanuki, aber nimm. Ja, back to the roots, I guess. Der alte Tanuki ist zurück. Yes. Oh nein. Den Level kennen wir doch. Das ist echt Recycling, ne? Oder ist ein neuer Level? Ah! Das wäre fast der größte Fail der Videospielgeschichte geworden. Ah, ist ein neuer Level, glaube ich. Ja, wisst ihr, ich bin nicht so ein Fangirl von diesem Propellerkopf. Wenn es sich dann nur darum dreht. Oh Gott. Es ist wieder so ein Level. Moin. Propeller. Hier ist doch bestimmt die erste Starcoin. Ja, da hätte ich die nämlich als Entwicklerin genauso hingesetzt. Ich hätte es nicht anders gemacht. Ja, wir haben wieder den Stein-Tanuki. Er setzt sich gerne durch die Feuerblume, ne? Es heißt so overpowered, ne? Guck mal, ich kann jetzt hier einfach die ganze Zeit zack. Oh Gott. What? Das ist eine asoziale Scheiße. Ach du Scheiße, war ich kurz ruhig. Du musst echt auf dem Goomba-Turm abbouncen, um an diese Starcoin zu bekommen. Nicht gerade sehr einfach. Aber bislang. Ja, gut. Scheiß auf die Runden. Bislang sieht die Ausbeute sehr gut aus. 2 von 3. Ich muss aber jetzt nicht hier von paar Goomba zu paar Goomba abbouncen, oder? Tut mir das nicht an. Nee. Oh Gott, ich weiß, was die wollen. What? Okay, jetzt wird's echt Kaise Mario-mäßig. Das ist Kaise Mario! Ist doch kacke hier. Die Spezialwelt ist richtig schwer. What? Ich dachte, das wäre so ein richtiges Chill-Game. Ja, jetzt nicht mehr. Ich habe kein Problem mit schweren Spielen, Leute. Nur ich habe mich wirklich auf ein sehr leichtes Mario-Abenteuer eingestellt. Und das verwundert mich dann doch jetzt ein bisschen, dass das so tricky ist. 100% haben wir. Und so auch die goldene Fahnenstange. Very nice. Bip, 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 bip. Woohoo! Alright. Alright. Ja, wir können auch mit Luigi Level mal. Luigi muss man so überall nochmal hin. Muss auch jeden Level absolvieren. Zeig deinen Livestream. Das ganze Spiel nochmal mit Luigi durchspielen. Ohne die Starcoins natürlich dann. Die holen wir jetzt mit Mario. Aber Luigi wollte auch die Fahnenstangen, die ich nicht gekriegt habe. Das ist der gleiche Level, nur schneller. Das Würfelroster geht jetzt schneller. Interesting. Nein, die Filz ist so böse. Für die, die nicht wissen, was der Giftfilz macht, das Gegenteil vom Power-Up-Pilz. Er macht halt Schaden. Wie ein gegnerischer Hit quasi.
nicht gerade nett, mit anderen Worten. Das war auch nicht nett. Ja, nicht so gedacht, aber ich hab's so gemacht. Was wollt ihr jetzt von mir? Nicht so gedacht, aber ich hab's so gemacht. Oh Gott. Brauchst echt alle drei, ey. Brauchst echt alle drei, oder? Ey, dass jetzt diese scheiß Bienen da sind, ne? Man braucht echt alle drei. Ey, diese Bienen, ne? Die haben das jetzt so heftig erschwert. Ich hab's trotzdem irgendwie geschafft. Na, Starcoin? Nee. Checkpoint! Hier scheint eine Münze zu sein. Neben Block. Hä? Hä? Ja, so hoch kann ich leider nicht springen. Sag nicht, dass ich ja für Luigi brauche. Bitte nicht. Oder bringt mich der Block dahin? Ja, toll. Ohne Tanuki, die schwere Level, ist klar. Wow. Ich sag dazu mal lieber nichts. Hä? Okay. Da war ja wirklich eine Starcoin, das war die zweite. In dieser Box waren wir noch nicht, ne? Ne. Die bringt uns weiter. Ist nicht der gleiche Level, glaube ich, oder? Fühlt sich schon sehr anders an. Eigentlich mag ich den Level, was ein bisschen schneller ist. Schön knifflig. Hä? Was war das jetzt? Oh komm ey, ohne Tanuki fühle ich mich hier nicht safe. Hä? Das vierte Starcoin. Das hat bestimmt was mit dem Kack da eben zu tun. Uff, also die Starcoins sind eine Schwierigkeit nicht zu überbieten. Hä, wie soll das denn? Ah ja. Bullshit. So. Ganz komisch. Und dann was ziehen ausgeschossen. Ja, mich triggert das. Ich hab schon wieder was nicht. Ich darf die Level alle 5 Mal hintereinander spielen, ne? Ja. Und die Verstecke halt richtig fies werden, ne? Naja. Für euch ist er jetzt zusammengeschnitten, zum Glück. Ich bin einfach nur scheiße empfinden, dieser Starcoins. Sind aber echt heftig versteckt teilweise. Gut. Wird wohl mit dem Bereich eben zu tun haben. Bis gleich. Ich nehme an, das wird in diesem Bereich sein, weil es war ein bisschen komisch. Der eine, der hätte gar nichts gebracht, der irgendwie zurückführt hier. Muss ja irgendeine Bewandtnis haben. Oder wo war das? Wo war das denn hier? Hier, glaube ich. Das hatte gar keinen Sinn hier. Hä? Ach, Kinder, warum ist das so fies? So hätte ich das jetzt echt vermutet gehabt. Tja. Was ist das denn hier? Das muss doch eigentlich eine Wand haben, der Scheiß. Das hat halt... Ah, links, habt ihr das gesehen? Ja, weil man die Kamera nicht richtig drehen kann und so. Das ist ja echt blöd. Kannst du nicht umschauen wie Mario? Ah, what the fuck? I'm trapped. Hab mich eingesperrt. Kannst du ja nicht so umschauen wie Mario 64. Das nervt ein bisschen. Oh nein, not again. Ich
glaube, es geht so nicht. Du musst wirklich von rechts nach links aktivieren, sonst bist du eingesperrt. Machen wir so. Ja. Es geht besser. Alright. Dann scheint hier was zu sein. Ja, komm, Leute. Die war aber echt gut versteckt. Holy moly. Die war echt gut versteckt, diese scheiß Darkhorn. Die war nicht ohne, ey. Ja, Mann, aber du. Jetzt sind wir auch fast am Ziel. Ja. Goldene Fahne haben wir. Also. Hopp. 150 extra Leben. Kein Wunder, wenn die jetzt den Kaiser Mario auspacken hier. So viel Leben angespart hat. Airship! Oh Gott. Das heißt, Bum Bum und Pom Pom kommen nochmal stärker zurück denn je wahrscheinlich. Airship Time! Leck die Kuh! Yay! Nimm die Kanone, Mario! Mamma mia! Gott, Airship bei Tag. Oh nein. Das ist so böse. Keine Power-Ups mehr, nur die Filze, ne? Das ist so böse und diabolisch. Da springen die unter, ich trau mich nicht. Hä, was ist das denn für ein unfairer Scheiß? Wie hätte man denn da ausweichen sollen? Gib mir ein vernünftiges Power-Up. Ich habe kein Power-Up mehr, ne? Nichts mehr. Ja! Got it back! Darf ich anmerken, dass wir noch kein einziges Starcoin haben? Das ist die erste, wow. Du bist die erste Starcoin. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Alle Neune! Mario Bowling Edition. Das war mir gar nicht bewusst, dass da diese scheiß Riesenkugel, wie es rauskam. Oh Gott, die kann man sogar besiegen, wenn man da drauf springt. Hello. Das war so wie ein Level, den wir schon hatten, ne? Ich glaube, dieser Stachelkrog-Level. Nur jetzt halt mit Kugelwillis und mehr Stacheln und Giftfilzen und viel schwerer alles. Bum Bum? Wow. Wieso kein Bum Bum? Ja, und das One-Up, was sonst hier war, ist eine Attrappe. Oh, doch nicht. Kein Bum Bum-Kampf mehr. Interessant. Na gut. Habe ich die zweite Spezialwelt abgeschlossen. Die war ein bisschen besser als die erste. Aber hatte auch ihre Momente, die jetzt nicht gerade rosig waren. Sagen wir es mal so. Oh shit. Hatte ihre bösen Momente. Gut, Spezialwelt Nummer 3. Beim nächsten Mal. Gibt wohl viele Parkour-Level, wenn ich mir das hier so anschaue. Gut, ihr Lieben. Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr es wieder favorisieren. Sonst sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissi. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du immer noch nicht genug von mir hast, dann kannst du hier auf die Playlist des Projekts klicken. Da findest du alles, was mit diesem Projekt zu tun hat. Hier kannst du draufklicken. Da ist eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier oben kannst du den Kanal abonnieren. Und somit in Zukunft nichts mehr verpassen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ciao!